soll ringförmig, mit ringförmigen Kanalsystemen soll die aufgebaut gewesen sein. War eine Seefahrerkultur, die Atlanta, wenn man dem anderen glaubt, wie gesagt, ich glaube dem jetzt mal, oder da gehe ich von aus, oder ich erzähle euch das einfach mal. Soll eine Seefahrerkultur gewesen sein, wirklich. Technologischer Stand soll sehr hoch gewesen sein und eine extrem wohlhabende Kultur soll das Ganze gewesen sein. Also, Platon hat das ja im Rahmen, glaube ich, des idealen Staates auch gemacht und wie gesagt, ein idealer Staat mehr oder weniger, wenn man das mal so sieht, so komplett, was ist denn hier los mit dem Kabel? Komplett wohlhabend und, oh, warte mal, ich habe die Kabel falsch, ja, wow. Wenn man komplett wohlhabend ist, alles. So, Ringfirma, Straßen, was für die Tiere? Wir haben wohl auch einige Tiere verehrt, ja, also es waren so Tierverehrer, da gab es heilige Tiere. Dann gibt es verschiedene, ich gehe jetzt mal so chronologisch, wie es hier auf meinem Zettel steht, dann gibt es natürlich verschiedene Orte, wo Atlantis vermutet wird. Also ganz tief wird geforscht, irgendwie im Bereich von Malta, im Mittelmeerraum, dass die Leute sagen, ey, Platon meinte eine Stadt irgendwie da, die ist untergegangen, weil, aufgrund der und der Bedingungen dann da alles geflutet worden ist im Mittelmeer. Gibt ja, glaube ich, sogar auch teilweise schon Funde im Mittelmeer, die darauf schließen lassen, dass früher der Wasserstand extrem niedriger war und da wirklich noch einige Kulturen, wie viel haben wir denn? Wir bauen einfach mal alles hier ab und ich erzähle nebenbei, Leute, ist das nicht eine gute Idee? Passiert zwar nicht so viel, aber dann haben wir ordentlich Vorrat. Da kann der Ankyo nämlich auch noch einen Schutzbunker einbauen, wo die Creeper nichts machen können. So, wir fangen, glaube ich, gleich wieder neu mit der Playlist an, weil die schon zu Ende ist. Moment, genau, gibt es viele Vermutungen, wo das sein könnte. Viele sagen Malta, da halt in dem Mittelmeer. Aber es gibt auch einige und das ist nämlich das Interessante. In den Anden, das ist da in Amerika irgendwo, da vermuteten Wissenschaftler, dass Atlantis dort gelegen hat. Und in den Anden, beziehungsweise da in Südamerika, Mexiko, da gibt es noch so viele Kulturen, die noch nicht erforscht worden sind. Das ist das, was ich schon mal erzählt habe, wo die Forschungsgelder einfach fehlen, nicht fließen. So viele, die dann noch nicht erforscht worden sind. Und dieser Mann, der behauptet, Atlantis würde in den Anden liegen, hat einen Vorteil gegenüber allen anderen Wissenschaftlern, die behaupten, Atlantis würde irgendwo liegen. Und zwar hat dieser Mann die Angaben von Platon ganz genau genommen, wirklich exakt genau genommen und hat einen Ort auf der Erde gesucht, der exakt diesen Maßen, die Platon beschrieben hat, entsprechen würde. Ja, also Platon hat beschrieben, wie groß die Stadt gewesen sein soll, dass sie am Berg gelegen haben soll und so weiter und so fort. Und er hat wirklich einen Platz auf der Erde gefunden, der auf diese Beschreibungen zutrifft und das ist in den Anden. Und da gibt es wohl auch, hat auch wohl eine Kultur gelebt. Ja, und die könnte das eventuell sein. Zumal man in den Anden auch irgendwie so einen bestimmten blauen Stein gefunden hat. Da kommen wir auf den Anime wieder zurück, denn dieser Anime handelt auch von einem blauen Stein und das ist, denke ich, auch, ja, das ist so eine Verbindung dazu. Hat man einen blauen Stein gefunden, den Platon irgendwie auch beschrieben hat, dass die Atlanter diesen Stein gehabt hätten und der ist wohl extremst selten auf der Erde, aber in den Anden da, in dem Bereich, gibt es diesen Stein wohl auch. Heißt, hört sich schon mal alles ganz gut an, ne? Vor allem, wenn der Mann wirklich alles akribisch genauso gemacht hat und er ist wirklich sehr selbstkritisch und nicht so euphorisch und sagt irgendwie so, ah, ich glaube, ich habe Atlantis gefunden. Nein, sondern er überprüft alles und ist damit wohl momentan der es wirklich am professionellsten alles überprüft, beziehungsweise er hat den Ort gefunden, auf den die meisten Angaben zutreffen. So, dann wird davon gesprochen, dass sehr schwere Steine verwendet worden sein sollen, ja. Ähnlich wie in Pyramiden, Mexiko, Stonehenge. Was mir direkt in den Kopf gerufen hat, Moment mal, wir wissen ja, dass die Pyramiden selbst mit heutigen Mitteln verdammt schwer nachzubauen sind. Wie die Pyramiden von Gizeh entstanden sind, weiß man immer noch nicht. Da gibt es verschiedene Theorien. Ich glaube, die gängigste ist von einem Franzosen, der sagt, es wurde eine Rampe innerhalb der Pyramide verwendet, aber bewiesen ist das auch noch nicht. Das heißt, wenn euch jemand im Geschichtsunterricht erklärt, also wenn ihr noch was jünger seid und es will euch jemand im Geschichtsunterricht erzählen oder ein Buch will euch erzählen, dass die Pyramiden von Gizeh mit Holzstämmen und Arbeiterkraft gebaut worden sind, dann könnt ihr das Buch bitte in meinem Namen, werft es einfach weg, denn es stimmt nicht. Es ist noch nicht bewiesen, wie das passiert ist. Es sagen aber einige, und da ist, glaube ich, Herodot auch wieder dabei und auch irgendein Grieche, wenn nicht sogar der Platon, ich weiß es aber nicht, die sagen, sie hätten beobachtet oder es hätte ihnen jemand gesagt, wie die Ägypter Steine zum Schweben gebracht hätten. Und jetzt kommen wir einer sehr interessanten Theorie auf die Schliche. Ich muss die Playlist neu starten.
Jetzt kommen wir einer extremst, wie ich finde, einer absolut extrem spannenden Theorie kommen wir zu sprechen drauf, die mich unglaublich fasziniert hat bis heute. Und ich habe mir unglaublich viel dazu angeguckt und ich habe die Theorie teils auch selber entwickelt. Zumindest habe ich keinen gefunden, der das bisher so beschrieben hat. Wenn die Ägypter, also ich gehe davon aus, dass das stimmt, ne? Nur mal so reine Gedankenspinnerei. Wenn die Ägypter Steine bewegen konnten, oder besser gesagt, wir haben ein Problem auf der Erde, ja, jetzt nochmal vorgegriffen. In Stonehenge wurden Steine bewegt, die bis zu 2 Tonnen schwer sind. In Ägypten wurden Steine bewegt, die bis zu 2 Tonnen schwer sind. In Mexiko wurden verdammt schwere Steine bewegt. Und es wird erzählt, dass die Atlanter verdammt schwere Steine benutzt haben. Zur Zeit der Ägypter oder zur Zeit des Pyramidenbaus und so weiter und so fort. Sagt man aber teilweise, dass der Flaschenzug noch nicht bekannt war. Sagt man teilweise. Das heißt, wie haben die das gemacht? Oder selbst mit Flaschenzug ist es extrem schwer, 2 Tonnen schwere Steine zu bewegen. Und dann auch noch so hoch zu hieven wie auf die Pyramide von Gizeh. Ja, wie macht man das? Und jetzt kommt ein Mann ins Spiel, und zwar Edward Leeds Colnan, wenn ich das richtig ausgesprochen habe. Coral Castle in Amerika, Kalifornien, glaube ich. Dieser Mann hat gesagt, ich habe das Rätsel der Pyramiden gelöst. Und er hat sich ein Castle gebaut, das heißt so ein Gebiet, mit sauschweren Korallensteinen. Ja, wirklich sauschwer. Und er hat nur einen einfachen Flaschenzug benutzt. Und jetzt kommt es, also man hat ihn nicht wirklich gesehen, wie er das gebaut hat. Er behauptet, es alleine gebaut zu haben, was nach einigen Zeugenaussagen wohl auch stimmt. Aber nach einigen Zeugenaussagen kann auch falsch sein. Man behauptet, er hat es alleine gebaut und er soll diese Steine bewegt haben. So, das Interessante ist, dass dieser Mann sich mit einer alternativen Theorie zum Magnetismus bzw. zur Elektrizität befasst hat. Ja, das heißt, meine Vermutung ist, dass die früheren Kulturen in der Lage waren, schwere Objekte zu bewegen, ohne da irgendwelche Kransysteme oder sonst was zu benutzen. Sondern durch eine Technik, die eine Art Antigravitation ist, sage ich mal. Ja, also keine Antigravitation jetzt an sich, aber die haben bestimmt, also das ist meine Theorie, irgendwelche Magnetfelder oder sonst was so eingesetzt und so benutzt, dass sie Dinge schweben lassen können. Das ist meine Theorie dazu, ja. Und das zeigen auch einige, also Tesla hat auch in die Richtung so ein bisschen geforscht und ich glaube zumindest, dass wir der Natur noch nicht ganz so auf die Schliche gekommen sind, was Magnetismus und so angeht. In der Physik weiß man da zwar viel drüber, ich glaube, da gibt es noch ein paar Geheimnisse in der Anwendung, die wir nicht kennen. Was nämlich interessant ist, dass Edward Leeds Colnan der Meinung war, dass der Strom positiv und negativ sozusagen wie eine Doppelhelix funktionieren. Und das waren weitere Sachen, wo ich mir gedacht habe, Moment mal, also die DNA wird ja auch in vielen alten Kulturen schon über Symbole, bestimmte Sachen, die werden da schon dargestellt, also man geht davon aus, also die DNA, da gibt es irgendwie so eine Rechnung, das ist eine bestimmte Kodierung, da sind bestimmte Zahlen, die tauchen da immer wieder auf und die tauchen auch in alten Kulturen schon immer wieder auf. Und die DNA ist, wie wir wahrscheinlich ja alle wissen, auch eine Doppelhelix, oder wer es nicht weiß, die DNA ist in Form einer Doppelhelix. Wie eine Doppelhelix aussieht, kann ich jetzt nicht beschreiben, guckt am besten mal nach bei Wikipedia. Ja, bei Wikipedia oder von mir aus auch in irgendeinem Lexika oder im Internet, wo auch immer. Und wenn er jetzt sagt, das ist in Form einer Doppelhelix, dann frage ich mich, Moment, die DNA ist auch in einer Form einer Doppelhelix. Unsere DNA ist ja sozusagen das Elementarste an uns mit. Das, was von der Natur kommt. Vielleicht ist die Natur auch in der Elektrizität wie eine Doppelhelix aufgebaut. Wer weiß. Sind alles nur Theorien, Leute, aber ich finde es unglaublich spannend. Ohne Scheiß, ich finde das so spannend, ne, darüber zu philosophieren und nachzudenken, wie das zusammenhängen könnte. Was auf jeden Fall Fakt ist, ist, dass dieser Edward Leeds Colnan, ohne dass jemand weiß, wie genau er es gemacht hat, einen riesen Castle entworfen hat und wirklich teilweise, der hat eine 2 Tonnen schwere Steintür so gemacht, dass man die mit dem Finger normal drehen kann. Der hat wirklich perfekt da irgendwie was konstruiert und alles und man weiß nicht wirklich wie. Und er sagt, ich habe das Rätsel der Pyramiden gelöst. Wenn er das sagt, gehe ich stark davon aus, dass er die Methode benutzt hat, die Ägypter früher benutzt haben. Wenn er das schon so sagt. Und das wiederum bedeutet für mich, dass der gute Mann, aber er hat gesagt, er schreibt es nicht auf oder so, sondern man soll es selbst herausfinden. Das wiederum bedeutet für mich, dass dieser gute Mann viel mehr wusste als wir und dass vor allem die alten Kulturen viel mehr wussten und viel mehr Techniken hatten, viel mehr über die Natur wussten, als wir heute wissen. Oder als wir ihnen zuschreiben.
Nun gut, das also zu der Theorie. Ich denke, da gibt es einen Zusammenhang. Und das ist für mich auch so ein Indiz. Deswegen glaube ich, dass Atlantis wirklich existent ist. Atlantis ist real. Es gab Atlantis, genauso wie es Troja gab. So, jetzt blätter ich mal weiter. Was haben wir denn noch? Ja, die Kreise scheinen eine große Bedeutung zu haben. Malta war in der Urzeit mit Europa und Afrika verbunden, habe ich mir aufgeschrieben. Moment, Zugelefanten wurden dort gefunden. So wie, ja, genau, dann gab es halt die Theorie, die einige Wissenschaftler glauben lässt, dass Atlantis wohl im Mittelmeerraum da sein soll, weil die Atlanta wohl mit irgendwie roten, schwarzen...